Willkommen zurück in die Finale miteinander. Ihr befindet euch inmitten des Immerweltwalds, Immerweltwalds, auf der Suche nach der Zwillichtkapelle. Ihr hattet mehrere Prüfungen abgelegt, seid eine matschige Klippe herunter, während ihr von Schatten angegriffen worden seid. Ihr habt einem Manticore geholfen, ihr habt mit einer Schlange gequist, ihr habt einen Fluss überquert und seid dann an eine Schlucht gekommen. Habt besagte Schlucht überquert und seid nun auf der anderen Seite im Nebel gewesen, als plötzlich Sascha, Tarek und Gringo vorgerannt sind. Makar wollte auch hinterher rennen, wurde aber von Sherlock gerade so noch gegriffen und zurückgehalten. Eon wollte Sascha noch greifen, hatten aber nicht erwischt, beziehungsweise der kleine Sascha ist einfach an ihm vorbeigeruscht, hat dabei seine leuchtende Laterne fallen gelassen, die Eon dann aufgenommen hat, als ihr hinterhergerannt seid. Und seid dann eben in diesen Nebel reingerannt, bis ihr an eine Stelle gekommen seid, wo die drei gestoppt hatten. Und ihr habt gesehen, wie die drei eben dabei waren, Erde zu essen, scheinbar irgendwie in einer Halluzination, als auf einmal um euch herum verschiedene Gestalten aus eurer jeweiligen Vergangenheit aufgetreten waren. Sascha und Tarek hatten einen alten Hauptmann. Sascha und Tarek gegenüber ist eine Person in Hauptmannsuniform mit Kopftuch und Augenbinde, wie er sie zu seiner Zeit in der grünen Wüste bei den Orks miterlebt hattet, aufgetaucht mit einer Peitsche in der Hand, der den beiden Optionitäten entgegengeworfen hat. Eon ist er selber als Goblin erschienen. Baludil musste mit ansehen, wie ein Dämon erneut seine einst verstorbene Frau getötet hatte. Sherlock gegenüber war euer vergangener Begleiter Zandridan gegenüber aufgetaucht. Und das ist der Dämon, der da aufgetaucht war. Und Pix gegenüber ist Grissia, der Kottenschrat und Anführer der Dingsgedöns. Gleisnagler. Aufgetaucht, den ihr eigentlich in der Vergangenheit auch schon getötet hattet. Und ich habe ihn erwischt. Beginnt direkt an meine Initiative. Denkt an das Plus 1 von... Wir brauchen irgendeine Karte oder irgendwas. Ja, ich muss euch auf die richtige Karte ziehen. So. Mhm. Yay. Meine Musik einmal leiser machen. So, ihr seid alle auf der Karte. Ihr denkt alle an Scouts Warning und würfelt Initiative. Das war ja Circumstance-Bonus, ne? Ja. Ja. Dann bringt es bei mir nichts. Baldil und Pixel müsste mal schauen, ob das Mount-Up-Modul funktioniert. Kann sein, dass da irgendwie wieder was nicht funktioniert. Ich habe zumindest vorhin nicht zum Laufen nicht hingekriegt, euch aufzumounten. Gut, Pix, du beginnst dann auch. Okay, es scheint nicht zu funktionieren. Ja, Wir haben übrigens wieder sehr gute Initiative gewürfelt, möchte ich mal merken. Ich merke mir jetzt einfach mal, dass ich aufgesessen bin. Ich schätze mal, meine erste Aktion heißt Tiergefährte befehligen. Dass Gringo einmal anfängt zu kotzen. Los, raus damit jetzt. Was immer du gegessen hast, das war nicht gesund für dich.
Wie ist das eigentlich bei Gleichstand-Initiative, der mit dem höheren Boni, oder? Ihr entscheidet zwischen euch. Es gibt keine fixe Regel, abseits von Gegnerbeginn. Er ist Fortitude, ne? Gegen Second. Ja. Moment, ich muss einmal in die Beschreibung vom Second gucken. Okay, das ist ein Fehlschlag. Kann er es nochmal versuchen? Ja, er kann es nochmal versuchen. Und die Blase um Sherlock herum ist die Reichweite seiner Streitereaktion. Ah ja, das Licht um Kringo herum ist die Reichweite seiner Threat-Aura. Von der Rune. Ah, okay. Habe ich einfach mal so eingestellt. Mhm. Ja, nicht schlecht. Dann versucht das auch nochmal. Das ist ein Erfolg. Gut. Zweite Aktion. Muss ich eine Waffe ziehen? Oder habe ich die draußen? Bogen hast du in der einen Hand. Du hast in der anderen Hand aber noch die Laterne, die du beim letzten Mal gezogen hattest. Um dem anderen den Rest, den Weg zu leuchten. Das heißt, du müsstest erstmal die Laterne irgendwie loswerden. Ich, ja, interagieren, um die Laterne an Ringo Sattel festzumachen. Und ja, dann versuche ich eine einen normalen Schuss auf Krisia. Der ist zwar im Dunkeln, aber du hast Dunkelsicht, das heißt, das betrifft dich nicht. Geht ja gut los heute. Ja, das war's. Ich krieg gerade irgendwie das Licht nicht an Kringo angetatscht. Das heißt, ich muss das von Hand nachbewegen, wenn ihr euch bewegt. Allerdings, wenn ich einmal den Encounter beginnen würde, könnte Pix jetzt auch seinen Zug beenden und Baldiel ist dran. Baldiel ist gerade abgelenkt, ich schneide das nachher raus. Ich bin wenigstens froh, dass ich euch verstehe, aber wenn ich rede, werdet ihr wahrscheinlich hören, als wird es hier. Ich bin hier im Kriegsgebiet. Noch geht's tatsächlich. Oh, super. Moment. Besser? Ja, jetzt hört man doch eher, ja. Mhm. Das Mikrofon ist doch sehr zielgerichtet. Ich höre das durch die Kopfhörer, also. Mir hier nix. Mhm. So, jetzt. Warte, wenn du wieder mit uns reden kannst, du bist am Zug. Ja, sorry, ich musste kurz Englisch überhelfen. Erste Aktion, Handpray auf the Fiend. Religion oder eine passende Lore-Fertigkeit? Das ist um 1 gerade so kein kritischer Erfolg. Was hier... beziehungsweise... Nee, ich wollte den Schwierigkeitsgrad aufgrund deines Hintergrunds anpassen. Das ist ein kritischer Erfolg.
Was hier vor dir steht, ist ein sogenannter Aprikandilu. Auch als Zerstörer-Dämon bekannt. Moment. Das sind Dämonen, die generell gegen alles, was irgendwie schön ist, gegen sind. Und alles, was irgendwie schön ist, zerstören wollen. Und generell Kreation und Sachen erschaffen nicht ausstehen können. Wie alle Dämonen besitzen sie eine gewisse Schwäche gegen irgendetwas, was eben ihrem intrinsischen Wesen gegenüber antithetisch ist. Im spezifischen Fall für Aprikandilus ist das, dass sie einen Hass gegenüber Spiegeln haben. Wenn sie von Kreaturen mit Spiegeln in der Hand angegriffen werden oder ihren Zug neben Spiegeln beginnen, nehmen sie entsprechend Schaden. Und dann darfst du mir nochmal zwei Fragen zu ihnen stellen. Ich hab nur Seife dabei. Kein Spiegel. Vielleicht kannst du dein Schild so sauber machen, dass er spiegelt. Resistenzen gegen Säure und Gift. Nein, keine. Das waren nur meine beiden Fragen. Und weil ich ja den Ding habe, den Monster Hunter, bekommen jetzt... ich kann es mal kurz reinposten. Gut, okay. Dann zweite Aktion. Schmeiße ich eine Acid Flask nach ihm. Noch Schaden würfeln. Ja, ich bin im Überlegen, ob ich das neu würfle. Du triffst doch, was willst du an mir? Kritisch treffen. Ja, genau. Na, dann sind das jetzt direkt, was er bekommt, sind 5 Acid-Schaden und 2d6 Persistent. Dann hast du, glaube ich, noch eine Aktion über. Handpray, Bombe werfen. Zwei Aktionen. Meist noch eine Bombe nach ihm. Diesmal eine Blightbomb. Das geht daneben. Trotzdem den würfel ich trotzdem Slash neu. Schaden? Nee, ich den würfel ich neu. Na du. ...21 trifft. Dann sind das 9 Giftschaden und 2d4 Persistent Giftschaden. Ich muss jetzt seinen Mauszeiger nochmal ausmachen. Und Balladin muss dann seinen Zug beenden. Und Zandridan ist an der Reihe. Zandridan schaut zu Sherlock hoch, runter, rüber, wie auch immer. Und
fängt an, magische Worte zu sprechen und Symbole in die Luft zu zaubern, während er zu Sherlock meint, du hast mich einfach sterben lassen. Und eine Aktion zaubert Elemental Betrayal gegen dich mit Kategorie Wasser. Mhm. Und nutzt dann zwei Aktionen, um einen Ray of Frost nach dir zu schießen. Ja, wie zu erwarten war. Das war alles, was er machen kann. Der Eisstrahl fliegt einfach gegen dein Schild und breit davon ab. Mhm. Ah, Sherlock, du bist jetzt auch in der Reihe. Gut, dann, wir dachten, wir wären dich endlich los. Nein, ich würde dann aber tatsächlich mal einen Sudden Charge auf ihn machen. Das ist ja dann quasi eine Aktion fürs Bewegen und Zuhauen, oder? Lass mich kurz gucken. Ich kann so gerade mal rein, Post, Moment. Also Sudden Charge sind zwei Aktionen, um dich zweimal zu bewegen und einmal zuhauen. Ah, okay. Das heißt, du kriegst drei Aktionen zum Preis von zwei. Mhm, okay, so rum. Aber du kannst das nicht runter reduzieren. Okay. Dann macht es hier tatsächlich keinen Sinn, sehe ich gerade, weil der... Oder? Das ist ja der... Moment. Ja, okay. Okay, gut. Dann mache ich das vielleicht mal für später. Dann gehe ich jetzt einfach... Also würde normal rüberlaufen und dann... zweimal zuhauen. So, dann schauen wir mal. Knapp. Ah, vergessen zu markieren. 27. Trefft normal. Mhm. Für 11 Schaden. So, nur 2. Yep. Auch die 25 trifft normal. Für 16. Hm. Gut, Moment. Jetzt gerade noch mal kurz überlegen, kam noch jetzt die 2 von Forceful drauf oder nicht? Klick halt drauf, steht da dabei. Die kommt. Der zweite Angriff kriegt auf jeden Fall mehr Schaden. Okay. Wegen Forceful. Du mehr als einmal zugeschlagen hast. Genau. Das andere, der ist Sieb, das geht, wenn du ihn anders angreifen wirst. Forceful sagt immer bloß zweiter Angriff. Okay, alles klar. Ja. Gut, okay. Für einen Handwaffe ist der Next Splitter halt schon ziemlich krass. Mhm. Ja gut, aber du brauchst auch ein Feed, ein Ancestry Feed, dass du das Teil kriegst. Ja, das stimmt. Gut, ja, dann kommen nochmal 2 drauf. Habe ich schon. Danke. Okay, damit wäre ich fertig. Eon, du bist dran. Und zwar Menschen-Eon ist dran. Ich weiß. Es sei denn, du sagst, Sascha soll vor dir gehen, weil ihr ja die gleiche Initiative habt. Nee, mach ruhig. Ja, ich glaube, es macht auch keinen Unterschied. Gerade deswegen bleibe ich dabei. Und geh vor. Ich musste gerade meine Aktion nochmal angucken. Naja, ich laufe zu meinem alten Ich hinaus und meine nur so, kann ich dich nicht vergessen.
in einem menacing Tone, also bedrohenden, denn ich nutze den Intimidating Strike. Das trifft. 28. Und der ist Frightened 1. Ja, Sascha, du bist dran. Okay, dann machen wir einmal Act Together als eine Aktion. Meine Aktion ist, ich caste, jetzt müssen wir mal schauen, wie es heißt, Reinforce Eidolon, dass er jetzt einen plus 1 Statusbonus auf AC und Saves kriegt und Damage Resistance to All Damage equal to half the spell's level. Das ist abgerundet 1. Und als die Eidolon-Tag bewegt sie als eine Aktion zu dem hin. So gleich wo wir gestanden, oder? Ist ja wurscht. Und die restlichen zwei Aktionen würde Tarek Eidolon darauf benutzen, auf... Jetzt haben wir schon mal einmal auf den drauf und schauen, was passiert. Okay, 23. Wow, das waren jetzt dann mächtige 4 Electricity Damage. Lass mich ganz kurz was nachgucken. Okay. Erster Angriff. Okay, nein, das, was du nachgeschaut hast, betrifft mich das in irgendeiner Art und Weise? Okay, gut. Das ist alles normal. Okay. Und dann würde ich auf den... Weißt du, was ich mit dem mache? Ich versuche mal Demoralize auf den. Wo haben wir es denn? Als Tarek oder als Sascha? Ganz ehrlich, für Flavor als Tarek. Ach, das geht in den Hosen. Das ist ein Fehlschlag? Ja, das war's. Next. Dann ist Chris hier an der Reihe. Du hast eine Aktion. Bewegt sich auf euch zu. Entschuldigung, kurze Regelfrage. Wenn mein Eidolon versucht zu demoralisen, gilt es dann auch als immun gegen mich oder nur gegen das Eidolon? Ihr seid zwei individuelle Kreaturen. Also ich würde spontan sagen, nein, es zählt nicht gegen dich als Beschwörer. Gut, alles klar. Und schau das dann bis zum nächsten Mal nach. Mhm, gut. Also Krisir bewegt sich zu Pix und Gringo hin, da Pix ja auf Gringo aufgesetzt ist. Kann ihn angreifen, auch wenn Pixar gerade theoretisch neben dran steht. Mhm. Und nutzt zwei Aktionen für einen Twin Feint und greift dich mit je einer Sichel an. Erster Angriff. Trifft dich für 12 Punkte. Flächig Schaden. Zweiter Angriff. Als Teil von Twin Feint bist du gegen diesen Angriff automatisch flatfooted. Auch der trifft.
für 13 Slashing Schaden. Ist leider gerade ein Feld außerhalb meiner Reichweite für Glimpse of Redemption. Zwei, leider. Oder zwei, ja. Ach stimmt, ja, du sitzt ja auf. Ja, stimmt, vergessen. Also Pix, Chrisir rennt auf dich zu, haut mit der einen Sichel nach dir, bewegt sich dann, als würde er nochmal mit der Sichel zu hauen, um deinen Blick auf sie zu lenken, zieht dann aber mit der zweiten Sichel in deine Seite und haut dir gegen deine Lederrüstung. Deine Rüstung greift, fängt den schlimmsten Teil der Angriffe ab, aber das tut schon ordentlich weh. Goblin Eon steht vor normalem Eon, nutzt eine Aktion, um seinen Stahlschild zu heben und nutzt dann zwei Aktionen für einen Power Attack. Trifft dich aber kritisch nicht, weil, das ist gerade so kritisch, weil er dich eingeschüchtert, weil du ihn eingeschüchtert hattest. Willst du dafür einen hellen Punkt für eine kritische Feldschlagkarte ausgeben oder was anderes machen? Ne, ich spare mir den Heldenpunkt lieber auf, wenn ich schlecht würfe. Ist der Typ überhaupt noch frightened, weil der Fighter hat doch so ein Ding, das ihn um eins gleich automatisch reduziert, oder? Das hat dieser Goblin Eon nicht. Achso. Weil ich die ein bisschen einfacher gehalten habe. Er hat nicht alle Fertigkeiten, die Eon hatte. Mhm. Und ist nach NPC-Regeln weggestellt worden. In jedem Fall, Aprikandelu ist dran. Ist eine Aktion, sich auf Eon, der auf dem Stuhl sitzt, so zu bewegen. Das ist Baludil, aber okay. Ja, Baludil, sorry. Kopfdingsgedöns. Moment. So, ich stelle für Baludil einmal besser Cover ein. Was theoretisch Peaks vorhin auch gehabt hätte, weil er auf Kringo saß, aber die Angriffe haben beide um mehr als eins getroffen. Nee, das habe ich schon eingestellt gehabt. Achso, na dann. Das ist ja nur ein +1-Bonus, ja, ne? Ich habe das auch bei mir eingestellt. Den +1-Bonus. Ich kann auch einfach den Zustand lesser covered geben. Moment. Was du bräuchtest, ist ein Zustand mounted, weil es macht noch mehr. Die 23 SC, da steht der +1-Cover-Bonus schon mit drin. Ja. Na dann. Also dann, wo war ich denn geblieben? Ah ja. Aprikandelu. Und das ist deine zweite Aktion. Für eine Fertigkeit namens Rack. Und start Baludils Stahlarm an. Und wir würfeln jetzt einmal zwei Angriffe. Unintended Object. Ich hab kurz verwirrt. Gegen deine Rüstungsklasse. Zwei Angriffe. Zwei Clown-Angriffe. Ja. Ist der Stahlarm denn ein unattended Object? Gutes Argument, er ist nicht unattended. Er war meint. Er greift dich einfach so an. Mit einer Aktion. Und zwar beißt er nach dir mit dem ersten Angriff dann. Und trifft dich. Einmal für 12 Punkte Piercing-Schaden. Und ich bräuchte von dir einmal einen Zähigkeitsrettungswurf, Baludil. Ja, 20. Das 20 ist ein Fehlschlag. Der Biss, also ihr seht, die scharfen Klauen dieses Dämons über Baludils Gesicht drüber ziehen und diese
schrecklichen Narben zu hinterlassen. Und seht, wie er diese schrecklichen Narben hinterlässt. Baladil, du hast aktuell einen -1 Malus auf sämtliche Charisma-basierten Proben. Und mit der Tittenaktion versucht er nochmal eine Klaue hinterherzusetzen. Ich glaube, Baladil macht überhaupt nichts mit Charisma. Und trifft dich ebenfalls da auch damit für 11 Slashing-Schaden. Dann sind das 8 Säureschaden, 8 Giftschaden, beides bleibt weiter bestehen. Und der Hauptmann ist an der Reihe. Der Hauptmann ignoriert das Eidolon Tarek. Und jetzt eine Aktion, um sich auf Sascha zuzubewegen. Nutzt dann, wenn ich seinen Charakterbogen öffnen würde. So, nutzt dann eine Aktion, um mit der Peitsche nach dir zu hauen. Okay, Nimble Dodge. Ich glaube, das ändert nichts daran, dass das dich trifft. Nö. Dann sind das einmal 8 Punkte Slashing-Schaden und er nutzt seine dritte Aktion für Knockdown. Und ihr seht eben, diese Peitsche sich um Saschas Bein wickeln und wie er die Peitsche zurückzieht und ihm am Bein verletzt, fliegt Sascha zu Boden. Ach, der kann das ganz ohne Probe? Ja, Knockdown, plus Knockdown hat die, der Angriff. Das ist wie plus Grab, nur eben zu Bodenfall, zu Fall bringen. Wahrscheinlich gerade eben wieder irgendwas mystifiziert. Ne, scheinbar nicht. Pix, du bist wieder dran. Ich bin aber erstmal, glaube ich, nicht mehr flatfooted, oder? Aber das hält nur für diesen einen Angriff an. Ja, das stimmt. Okay. Erste Aktion, Tiergefährte befehligen. Und Gringo versucht, Grisier zu trippen. Das ist erfolgreich. Gringo richtet sich auf und setzt beide Tatzen auf Chrisiers Schultern und wum, schmeißt ihn mit seinem gesamten Gewicht zu Boden. Gringo lässt ihn aber kurz liegen und bewegt sich einfach ein paar Schritte weg. Dann zweite Aktion Handpray auf Grisier. Und mit der dritten Aktion versuche ich an einem Hunted Shot. Und 13 sind leider beides Fehlschläge. Ja, ist dann wohl so. Gut, das war's. Adil, du bist wieder dran. Erste Aktion, Command Minion. Minion macht einen Step. Und dann stride das Minion nochmal.
Und dann schmeiß ich erstmal eine Bottle Lightning. Auf 16 geht daneben. Dann sind das 4 Electricity Schaden. Und wir probieren es nochmal. Wieso war das jetzt ein Blind Roll? Hast eventuell erst der Kick gedrückt gehalten beim Würfeln, aber 25 trifft. Dann sind das 15 Electricity-Schaden und er ist flat-footed. Bis zum Start meines nächsten Zuges. Und das waren dann alle drei Aktionen. Zanridan. Was macht Zanridan? Zanridan macht einen Schritt zurück, weg von Sherlock. Dann nutze ich meine Attack of Opportunity. Er macht einen Schritt. Er steppt. Da gibt es leider keine. Schade. Gelegenheit, das löst keine Reaktion aus. Dann nutzt er eine freie Aktion zum Lachen, um Elemental Betrayal aufrechtzuerhalten, und nutzt zwei Aktionen für einen Angstzauber gegen Sherlock. Ich möchte von dir einen Willensrettungswurf. Mhm. Das ist ein einfacher Erfolg. Du bist verängstigt 1. Mhm. Und das war Zanridans Zug. Sherlock, du bist dran. Okay. Ja, dann setze ich mal nach. Würde dann auch einmal draufhauen. Ja, ich glaube, der hat es überstanden. Na, warte mal ab. Ja, doch. 28. Das zweite Mal, dass du Zanridan für den Tod Zanridans verantwortlich bist. Siehst, dein Hugo geht in ihn rein, aber gleitet einfach durch ihn durch und du siehst einen Oberkörper vom Unterkörper leicht getrennt, so für eine Sekunde schweben, bevor der Nebel so ein bisschen auf euch zurollt und Zanridan verschluckt und wieder zurückgeht und er ist verschwunden. Mhm. Gut, einer weniger. Du siehst jetzt eine Zahl auftauchen, der Respawn-Timer beginnt. Genau, 60 Sekunden Respawn-Zeit. Und dann würde ich erstmal noch mein Victorious Vigor aktivieren. Dass ich jetzt halt, das war glaube ich bis zur nächsten Runde, genau, until the end, okay. Jupp. Ein paar Bonus, also temporäre HP kriege und dann nach unten mich begeben Richtung Fiend. Durch die Weglaufen-Aktion hat es mir leider jetzt, da hätte ich nämlich jetzt gerade den Sudden Charge Markett eingesetzt. War jetzt das eine Aktion zu viel. Okay, und damit wäre ich fertig. Aeon, du bist dran. Du hast gerade gesehen, wie du selbst dich weit verfehlt hattest. Wahrscheinlich bist du einfach über diesen Streitflügel von dem Goblin ich drüber gesprungen. Ich habe den einen Fuß gehoben, nur er hat ja nicht die Reichweite. Nein, sehe aber, was er tut und versuche das, was man in dieser Situation tun würde. Ich versuche ihn erstmal zu Fall zu bringen. Mit Trip Athletics.
also tue er das. Das ist ein kritischer Erfolg. Ich muss mir das gerade so vorstellen, wie der Große, so wie so Mobbing, so buff, einfach. Irgendwie. Ja, Schubskreis! Ja, alleine, so. Der, ja, mit der einen Hand schubst sich jemand wegen der Hund, also stehe ich hinter ihm und schubst ihn nochmal. Und schon liegt Goblion im Gras. Ja, und dann schlage ich erstmal normal zu. Das war ja, Trip ist ja nicht, dass es auf mein Attack-Ding geht. Doch, es hat das Angriffs, gehört der Kategorie Angriff an, hat das Attack-Trade. Ah, das erhöht dementsprechend deinen Multi-Attack-Penalty, deinen Mehrfach-Angriff-Malus. Aber ich treffe ihn eh nicht. Du haust auf sein Schild, er rutscht mal so ein bisschen in den Boden rein, aber ist aber nicht weiter betroffen. Gott, dann mach ich mal noch Grace Shield. Da willst du als Teil der Grace Shield Aktion dein Schild aktivieren? Was heißt magisches Schild? Ja, das habe ich ganz vergessen. Ich warte, ja, würde ich machen. Okay. Dann kannst du mit dem Schild direkt nochmal angreifen. Diesem Spezialangriff, der von dem Schild kommt, mit den Ranken. Sorry, ich habe außerdem die große Zahl genommen, muss über 10 natürlich abziehen. Eine 14 trifft nicht. Ja. Dann, also, du hebst dein Schild, ihr seht diese Bromberanken, die das Schild um das Schild herumgeschlungen sind, animieren und nach dem Goblin Eon peitschen, der allerdings. Treffen allerdings nur das Schild. Dann, Sascha! Okay, erste Aktion. Aufstehen. Er nutzt seine Reaktion, um dich anzugreifen. Nimble Dodge. Huh, na gut, ne? Oh, das hat sich rentiert. Ha! Trifft dich nur aufgrund von Nimble Dodge nicht. Genau. Jetzt als Act Together bewege ich mich. So, Tarek Eidolon so. Und als dritte Aktion würde Tarek Eidolon mal den schlagen wollen. Irgendwas. Damit. Die 22 trifft ihn. Dadurch, dass er flankiert ist. Nee, nicht. 8, dadurch, dass er flankiert. 8 Electricity Damage. Und das war mein Zug. Next. Sie steht einmal auf. Bewegt sich auf Pix zu. Und greift einmal normal Pix an. Dafür mehr kann er gerade nicht machen. Jetzt bin ich ja mit dem Radius, ne? Für die. Aber ich habe meine Reaktion schon aufgebraucht durch den Victorious Vigor. Stimmt. Nächste Runde. Vielleicht. Ja, die 27 trifft dich für. Ich bin. Moment, er kriegt kein Sneak Attack. Den Haken vergessen rauszunehmen. Moment. Nochmal. 9 Punkte Slashing Schaden. Hiebschaden. Das waren alle 3 Aktionen von Grisier. Das hat seinen Zug scheinbar nicht beendet.
Goblin Eon ist an der Reihe. Goblin Eon nutzt seine erste Aktion, um sein Schild zu heben. Goblin Eon nutzt seine zweite Aktion, um aufzustehen. Würde Menschen Eon damit einen Gelegenheitsangriff bieten. Ja, den versuche ich dann auch gleich auszuführen. Ja, er bleibt liegen. Dong. Okay, Goblin Eon nutzt seinen Schildblock als Reaktion auf die 26 Punkte Schaden. Trotzdem ordentlich Schaden. Das Schild zerbricht. Allerdings, bevor es zerbricht, nutzt du nur eine freie Aktion für einen Disarming-Block und versucht. So, Eon einmal zu entwaffnen. Erfolgreich. Eon kriegt jetzt einen -2 Malus auf Zeug. Und dann was macht Goblin Eon dann? Dann bleibt ihm gerade nicht viel über als einfach nochmal nach dir zu hauen. Er wäre dann aber jetzt prone, ne? Ja, das wäre. Okay. Gerade ich vergessen, wieder drauf zu setzen. Blablabla. Dann ist das dritte Aktion. Steh wieder auf. Ja, kann ich nichts gegen tun. Ja. Das ja, Gott, hat er nicht mehr. Sein Zug ist zu Ende. Der Aprikandilu ist dran. Und der Aprikandilu. Was ist seine Bewegungsgeschwindigkeit? Okay. Er nutzt zwei Aktionen, um auf Baldwürze zu rennen. Sherlock hat seine Reaktion schon verbraucht, kann keinen Gelegenheitsangriff machen. Dann versucht er nochmal nach Baldwürze zu beißen. Und trifft dich mit einer 31 für 15 Piercing-Schaden. Und ich bräuchte von Bardil wieder einen Zähigkeitsrettungswurf. Neunzehn. Auch das ist ein Fehlschlag. Die Narben in deinem Gesicht werden immer schlimmer durch den Biss. Und es kommen immer mehr Narben dazu. Der Status Malus auf Charisma bei Proben für dich steigt auf -2. Das war alles, was der machen kann. Der hat was genommen. Der Hauptmann ist am Zug. Nachdem der nochmal Schaden nimmt. Dämon. Einmal Säureschaden, der jetzt aber aufhört. Und einmal Giftschaden, der weiterhin da bleibt. Der Aprikandilu sieht nicht mehr gut aus. Der Hauptmann. Ja, mein Computer ist gerade ein bisschen träge und klickt alles doppelt und dreifach. Der Hauptmann haut noch einmal wieder nach Sascha. Trifft dich kritisch mit einer 32. Das musst du jetzt doppelt, also 11. Ich habe versehentlich normalen Schaden, kritischen Schaden gewürfelt. Das macht auf jeden Fall keinen Unterschied, weil die nicht tödlich ist. Und dann nutzt er nochmal eine freie Aktion. Schaut runter zu Baludil und brüllt einmal zu Baludil rüber. Das passiert mit
Schmarotzern, die einfach nur von der Gesellschaft leben, ohne selbst was beizutragen, und versucht sich ja mal einzuschüchtern. Moment. Jetzt ist es der Richtige. Und schüchter dich mit einer 30 erfolgreich ein. Bardil, du bist jetzt Fangstinkt 1. Die zweite Aktion nutzt er, der Hauptmann, um Sascha wieder zu Boden zu schmeißen. Und mit der dritten Aktion haut er nochmal nach dir. Moment. Ich muss auch Sascha als Ziel auswählen. Und funktioniert das so nicht. Und trifft dich normal mit einer 27 für 9 Punkte Slashing-Schaden. Ah, damit sind wir wieder oben bei Peaks. Okay, ich fange an mit Tiergefährte befehligen wieder. Gringos erste Aktion ist ein... Ja, Gringo nutzt dann seine erste Aktion, um Grisir einmal zu beißen. Die 25 trifft. Das ist schon mal 17 Schaden. Dann nutzt er seine zweite Aktion für einen Stride, um die Seite zu wechseln. Dann nutze ich meine Aktion Gravity Weapon. Und meine dritte Aktion für einen Hunted Shot. Den würfel ich neu. Mir reicht's jetzt mal langsam. Peaks, muss ich mal ein Beispiel an Kringo nehmen? Ja. Es ist besser. Ich hab gerade so ein Déjà-vu an unserer Live-Session. Der Peaks hat jetzt ja neue Würfel. Aber das seltsame, wie gesagt, bei Kringo funktioniert es ja. Kringo kriegt ja seine Sachen hin, ja. Meistens. Nur Peaks trifft nicht. Ich sag's ja, sogar Mox, alter Charakter, hat Scheiße gewürfelt. Also ich glaube, die sind nachheulend irgendwie. Anscheinend. Ja gut, das war's dann. Dann Battle Deal. Same procedure as last time. Minion gefertigt, befehligt, step und stride. Echt, alle rennen sie vor ihrem Feind hinweg. Ich bin der Einzige, der da steht. Okay, Sherlock war. Ich habe die Theorie, Balladil hat das Reittier bloß zugelegt, dass er schneller wegkriegen kann. Und zweite Aktion Bombe. Die 24 trifft. Dann sind das 11 Electricity Schaden und Flatfooted. Und mit der dritten Aktion Handprey auf den Grisier.
Okay. Muss man dann alle drei Aktionen. Jetzt wurde irgendwie Schluck übersprungen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Die Initiative hat da gerade komische Dinge gemacht, dass der Aprikantilur auf 0 Lebenspunkte gefallen ist. Also du schmeißt deine Blitzbombe auf das Ding, siehst die Funken über das Tor fliegen und es in sich in Nebel auflösen und mit dem Nebelwand um euch herum verschmelzen. Gut, dann würde ich mir, glaube ich, mal Grisier vornehmen. Ja, das sollte ja auch... Da lohnt sich, glaube ich, auch noch kein Sudden Charge. Durch den Handbrake kriege ich einen Bonus oder nicht auf Angriffswürfe? Nö. Das war bei dem anderen nur. Gut, dann würde ich zwei mit dem Next Splitter draufprügeln. Mhm. Das ist gerade so kein kritischer Treffer, genau. Dadurch, dass du blödes Enfiebelt hast. Und Nummer 2. Schade. Der zweite Angriff geht mit einer 18 daneben. Gut. Das wäre mein Zug gewesen. Also Sherlock, du rennst auf diesen Krockenschrat zu, den ihr auch schon mal erledigt hattet. Haust mit Hugo nach ihm. Du hast zugenommen zu gucken, hey, den kenne ich doch irgendwo her. Und du spürst im ersten Moment, als Kringo auf ihn trifft, irgendwie einen Widerstand. Aber deine Waffe gleitet dann doch durch diesen Widerstand durch und trifft mit einer vollen Wucht auf Grisier. Ja. Déjà-vu, Hugo. Du hast es heute nicht mit Namen, habe ich so das Gefühl. Du hast nämlich deine Waffe jetzt Kringo genannt. Ja. Ich hau mit Kringo passiert. Zu. Manchmal ist es durcheinander. Ich provoziere! Ich immer schneller als meine Zunge. Beziehungsweise meine Zunge zu langsam für mein Gehirn. Gringo am Hinterpfoten. Alles durcheinander. Also, Eon! Ich fände es eh lustig, wenn er Gringo so an den Hinterpfoten packt oder wo. Was gab's denn, was das für Durchschlagskraft hat? Ja, und Reach. Aber ich hau jetzt erstmal auf Mini-Eon zu. Hör auf, mit dir selber zu spielen. Schlag dich nicht selbst. Warum schlägst du selbst? Ich wollte ihn eigentlich schon als Mini-Me anheuern und dann die Welt erobern, aber mein Gott, man muss seine Pläne halt mal nach hinten werfen. Jemand Austin Powers gesehen? Eigentlich nicht. Ich habe den Film noch nie ganz gesehen, ich habe da nur immer die Memes gesehen. Ja. Musste man nachholen. ...31 gegen Goblin Eon ohne Schild ist ein kritischer Treffer. Eon mobbt sich selber. Da er wieder auf dem Boden liegt, könnte man wirklich sagen, er mobbt mit ihm den Boden. Ja, das Gute daran ist, das war so mein Plan. Das Problem ist einfach nur jetzt, das zerstört meine Planung, weil ich dachte, dass es nicht klappt. Aber ich schlag dann einfach weiter drauf. Die anderen Attacken bringen in dem Fall in dem 1v1-Fight wenig. Ja, auch die 27 trifft, aber nur normal. Grandioser 11 Schaden. Und dadurch, dass er am Boden liegt, trifft auch die 19, genau. Auf den dritten Angriff. I fucking risk my case. Könnte reichen, oder? Yes. Der trifft auf den dritten Angriff. Ja gut, du darfst nicht vergessen. Schild weg. Auf Flatfooted, das ist... Ich triff die Bitch nicht einmal mit dem zweiten Angriff mehr. Ja gut, das liegt an deinem Würfel. Du hast ja auch keine plus 14 oder plus 17 auf deinen Attack. Dann ist der Kämpfer. Der Kämpfer kämpft. Der Kämpfer zermatscht sich selbst und Eon haut immer wieder mit dem Streitwürfel auf den Boden und ihr seht, statt Blutspritzer seht ihr immer wieder diesen Wolken aus Nebel hochfliegen, bis am Ende nichts mehr vom Goblin Eon über ist.
dann, Sascha, du bist am Zug. Okay, weil mir das Ding so oder so einfangen, das Pfund. Act together, ich zwei, zwei Aktionen und würde gern von ihm ein Level 2 Hideous Laughter. Ich hätte von dem gerne mal ein Will Save. Der Zauber hat eine somatische Komponente, das gibt ihm Manipulationszeit, das würde Gelegenheitsangriffe auslösen. Ich weiß, aber deswegen habe ich gesagt, ich fange mir das Pfund an. Das hat keinen Gelegenheitsangriff, das ist eine andere Reaktion, die er hat. Okay. Dann Will Save. Und schon dabei. Okay. Ja, ein einfacher Erfolg mit einer 17 auf dem Würfel. Für 28. Ja. Dann kann er jetzt keine Reaktion mehr benutzen. Und als eine Aktion vom Eidolon gibt's eine aufs Dach. Die 22 trifft. 5 Electricity. Und jetzt hab ich nur eine Aktion. Ich muss halt mal seine Waffe ziehen, dass Tarek Eidolon von den Waffenruhen profitieren kann. Ja, sagen wir mal so, das Problem ist, dass die Waffe von. Ist ja wurscht. Ja. Jetzt, ja, das habe ich komplett vergessen gehabt. Ja, dann mache ich das als dritte Aktion Waffe ziehen. Das habe ich komplett vergessen gehabt. Ja, dann müsstest du einmal deinen Zug beenden. Und dann ist Chrissia am Zug. Chrissia ignoriert Charles Ork. Moment. Okay, Chrissia macht einen Schritt für eine Aktion. Nach hier. Und die zweite Aktion zum Laufen. Andererseits hat sie den Vorteil, dass ich denen halt schon mal eine Aktion dadurch raube. Ja, nutzt die zweite Aktion, läuft nach hier. Braucht aber zwei Aktionen für, weil das garantiert mehr als 25 Fuß sind. Ne, das waren relativ genau. Also es hatte eben 20 Fuß angezeigt gehabt. Ja, genau, ich einfällt irgendwie nur 5 statt 10 diesmal. Ja. Und nutzt dann seine dritte Aktion. Und noch einmal in der Zwischen nach Pix zu hauen. Und trifft dich mit einer 32 für 10 Punkte Slashing-Schaden. Das war Chris' Zug. Der Hauptmann ist an der Reihe. Der Hauptmann nutzt zwei Aktionen für eine Fertigkeit, die sich Commanding Strike nennt. Schaut einmal zu Chris rüber, kümmert und brüllt ihm Befehle zu. Er soll sich doch um diese Maden endlich kümmern und sich nicht so blöd anstellen. Und ermöglicht damit Chris als Reaktion einen Angriff gegen Pix zu machen, während er als Hauptmann selber einmal einen Angriff gegen Sascha würfelt. Zuerst einmal der Angriff gegen Sascha. Nimble Dodge. Oh well. Scheinbar ist er von seinem Befehlsgeben so abgelenkt, dass er dass Sascha problemlos zur Seite rollen kann. Dann schauen wir mal, wie das mit Christian Fix abläuft. Auch das ist ein kritischer Fehlschlag und hat 2 auf dem Würfel für 15. Ja, dann nutzt der Hauptmann nochmal seine dritte Aktion. Ja, nicht um Sascha's Charakterbogen zu öffnen, sondern für einen weiteren Peitschenangriff gegen Sascha.
Ja, nee. Und auch das geht mit einer 2 auf dem Würfel daneben. Hauptmann ist durch. Pix ist an der Reihe. Yeah, same procedure as every turn. Oder so ähnlich. Ich fange an mit Tiergefährte befehligen. Aber was macht Gringo jetzt? Das ist die große Frage. Gringo beißt nochmal nach Grisier. Aber auch der beißt daneben diesmal. Dann macht er mit seiner zweiten Aktion Stride nach da. Zweite Aktion von mir wäre ein Hunted Shot wieder. Na, das schaut schon besser aus. Finally. Ja. Also ein 13 Schaden auf dem ersten Treffer. 18 auf dem zweiten Schuss geht leider daneben. So. Ach komm, was soll's. Ich versuch noch einen letzten Schuss. Gridfishing. Ja. Irgendwann muss ich ja mal besser würfeln. Ja, aber nicht heute. Ja, aber heute. Eines Tages würfel ich gut, aber heute ist nicht dieser Tag. Gut, das war's. Mussten wir nicht vor 2 Wochen den Tag anstreichen, wo du 20er gewürfelt hattest? Ja, so irgendwas. Ich glaube, das war die einmalige Gelegenheit im Jahr. Ich glaube, da haben wir halt alle gut gewürfelt. Ja. Balladil, du bist dran. Ich sind nur noch Tareks Hauptmann und Grisier über. Jo, ich schmeiß mal so eine Blightbombe nach dem Grisier. Die 16 geht nehmen, aber er nimmt trotzdem die 4 Punkte Splash-Schaden. Poison. Genau, Poison, Splash-Schaden. Ja, das war deine erste Aktion. Du hast noch 2 über. Zweite Aktion ist... Never mind. Zweite Aktion Tiergefährte befehligen. Und der Stuhl versucht jetzt mal den Hauptmann umzuschubsen. Hals- und Beinbruch. Dafür gab's gleich ein. Gab's dafür ein Makro? Ja. Ja, gibt es. Trip. Das Problem ist, er nützt nicht den Doch, ha, hier.
Du musst halt den Stuhl auswählen, bevor du das Makro startest. Ja, der tut gerade irgendwie immer beide auswählen. Das ist haargenau ein Erfolg mit der 16 gegen den Hauptmann. Wie heißt, ein guter Stuhl springt nur so hoch, wie er muss. Genau. Ja, Sascha, du siehst, wie Baril auf seinem Stuhl neben dir herreitet und dann einfach mal den Hauptmann zu Boden schmeißt. Macht quasi so einen Drift, dreht sich so herum und haut ihn mit der Rückenlehne, sodass der Hauptmann hinfällt. Ich stelle mir gerade so einen Thorsten den Stuhl vor, leck mir mal schon. Baludi braucht eine Lanze. Nee, ich dachte eigentlich gerade, wenn er mit dem Stuhl zuhaut, ist das eher so wie Wrestling-Move. Nimmt halt einfach einen Klappstuhl. Sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Vor allem, ich glaube, unser Baludil verabschiedet sich gleich, weil bei dem Kamera gefahren ist. Ja, das Bild sieht sehr. Aber ein schönes Bild, ja, das auf jeden Fall. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt müsste eigentlich, dass es in die Musik kommt, so. Ja, Baludil, du hast noch eine Aktion über. Ja, Race-Hand. Das Makro funktioniert nicht, weil er irgendwie den doppelt ausgewählt hat, den Stuhl und Baludil. Du meinst Race-Hand? Wir versuchen hier, wenn, dann Englisch oder Deutsch zu sein. Du sagst allein, weil er hat die Hand zum Gruß ich erhoben. Ich hab's einmal für dich gemacht. Sherlock, du bist danke dir. Ich schau mal gerade, dass ich... Grissel würde ich dann Eon überlassen. Ich glaube, dann kann ich jetzt aber tatsächlich mal Sudden chargen, weil bis zum Hauptmann komme ich jetzt so nämlich nicht mit einer Aktion. Ich muss mir gerade den Charge vorstellen, so weil ich so eine Kurve machen muss. Jawohl. Schlag Nummer 1. Wird dann dazu noch rufen, hier, guck mal, Hugo, hier ist jemand Neues. Du schlägst mir auf den Falschen. Falsches Ziel, ja, oder? Genau, falsches Ziel, aber 31 sollte treffen. Lass mich eben gucken. Ich fand das ja lustig, ich dachte so, ja, das ist so Strike-By-Attack, so einfach vorbeilaufen, da hat er mitgegeben. Dadurch... Zur Stelle on the way. Cool. Das nennt sich Cavalier's Charge, das ist auch eine lustige Fähigkeit. Oh ja. Ich hatte mir für das Pathfinder, hatte ich mir einen Gnomen auf dem Wolf Knight ausgedacht. Fand ich lustig. Der in Dungeons dann reitet. So ähnlich ist Ringo entstanden. Sind Ringo und Peaks entstanden. Gut, ja, dann zweiter Angriff. Du rennst los, wirbelst deine Axt drüben vor. Einmal haust du auf den Boden in die Brust des Hauptmanns. Trägst so ein paar Zentimeter ein, triffst quasi bis auf die Knochen. So knapp durch die. Nee, egal. Du triffst ihn ordentlich. Wenn er Blut hätte, wird er bluten. Okay. Du hast noch eine Aktion über. Ja, versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Trifft aber leider nicht mehr kritisch. 25 trifft nur normal. Ja, aber besser als nichts. Für nochmal 8 plus 2 wegen Forceful. Also 10. Gut, damit wäre ich fertig. Eon. Ja, ich bewege mich dementsprechend zu dem leicht verschwommenen Grisio. Und hau ihm dann eine rein. Ich sag ihm noch so, hey, wir haben uns noch nie getroffen, ich habe eigentlich kein Problem mit dir, aber du haust meine Kollegen. Ich glaube, du hast in der Kiste geschlafen oder so. Maybe. Nö! Würfel deinen Schaden, die 31 trifft. Ich kann nur 11 Schaden machen, mehr geht nicht. Es muss kritisch werden, damit es mehr wird. Ah, du triffst ihn, haust ihn. Grisse, schaut dich an. Ja, also wenn du schon, dann mach es richtig und lass deine Gegner nicht einfach mit einem Lebenspunkt drüber niederstehen. Aber das ist meine Taktik. For fuck's sake. Das ist eine lausige Taktik. Pff.
Mit der Rückhand. Diese Elf. Overkill. What the fuck, man. Es war wieder die Elf. Ich sag doch, ich kann nur 11 Schaden machen, außer ich kritte. Eon wird ja zu Elfon benannt. Ja. Er wird dann zum Elf. Hi, I'm Elfo. In dem Fall pulverisieren die 22 Schaden Chris hier. Wer ist dafür, dass wir Eon so einen Gürtel spendieren, wo drauf steht, ich würfel immer 11? Elfenfreund. Ja gut, man muss gestehen, bei dem Crit vorher mit dem Kill, da habe ich nur 10 gewürfelt und dann 11, 11, 11, 11, das ist jetzt die vierte 11. 11 auf jeden Streich. Ja. 11 raus. Aber meine These bleibt dabei, ich krieg nur mehr wie 11 Schadenspunkte zusammen, wenn ich kritte. Ja. So, also Eon, das war dein Zug, Sascha ist dran. Achso, der Zug, okay. Bewegen, Angriff. Okay. Act together. Zwei Aktionen für Tarik Eidolon. Ich mache als erstes auf Tarik Boost Eidolon. So, dann haut der zweimal drauf. So funktioniert Act Togetherness. Du nutzt eine Aktion. Der, erst macht der andere. Erst macht der eine die zwei Aktionen und dann macht der andere die eine, gell? Nee, er müsste eine Zwei-Aktion-Aktivität durchführen. Du nutzt eine von beiden. Du nutzt eine Aktivität sowas, ja. Mit einer Anzahl von Aktionen gleich den Aktionen, die du für Act Together auch verwendet hast. Stimmt, und der andere nutzt dann eine Ein-Aktion-Aktivität. Stimmt sowas. Das heißt, du kannst Aktivierte nutzen, Zauber, Angriff. Das ist aber dann aber eine Ein-Aktion-Act-Together. Stimmt. Gut. Eine Aktion dann, Act-Together. Boost Eidolon, Trappern. Gut. 11. Es steckt an. Ernsthaft? Okay, Versuch Nummer 2. Warte, nö, der ist hinüber. Achso, das ist schon wie ein HP. Dann, Sascha, beschreib doch einmal den letzten Angriff dieses Kampfes. Die Elfen richten es mal wieder hier. Ja, genau. Also, Sascha macht eine leichte Handbewegung zu Tarik Eidolon hin. Und ihr seht, wie sich die Zähne in diesem Drachenmaul um so ein paar Zentimeter verlängern. Und Tarik setzt an und beißt diesem Hauptmann ganz glatt den Kopf von den Schultern. Und spuckt ihn abfällig neben sich. Oh, da gibt es nicht viel zu spucken. Sobald der Tarik der Blitzschnauze zuschnappt, verpufft er in Nebel. Tarik, ich wusste gar nicht, dass du Raucher geworden bist. Und ich wusste nicht, dass er so viel Biss hat. Der kann es halt niemals Kopf einer großen Firma werden. Tja. Oh Gott, jetzt kommt der Witz wieder. Kein Grund zur kopflosen Hektik. Liebe Zuschauer, wer jetzt noch hier abgeschalten hat, wir sind euch sehr, sehr dankbar. Ja gut, ich glaube, jetzt wird einmal durchhallen. War nicht schlecht, ne? Ich stand an der Front und mein Gegner hat mir keinen Schaden gemacht. Ja. Also, Pix hat mehrere fiese Schnitte abgekriegt für den Sicheln. Ja, dann würde ich halt mal Leon Hands anbieten. Aber wir haben ja, glaube ich, nicht so unglaublich viel Zeit, oder? Nee, aber ich bin auf. Spät abends. Es ist 18 Uhr rum. Okay. Ja, wenn wir dann rasten. Habt jetzt die Zeit, die ihr euch nehmt. Ich lasse halt entsprechend die Zeit verlaufen. Sagen wir so, ich würde jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, aber zumindest halbwegs hochheilen war nicht schlecht. In der Zwischenzeit würden sie auf jeden Fall Tarik und Sascha mal versuchen wollen zu übergeben, bis der Sickened-Effekt weg ist. Synchron kotzen? Ja, genau. Langsam, Jacqueline, sonst kotzt er wieder.
Dafür brauchst du nicht würfeln, du kannst es immer wieder probieren und das ist dann am Ende vorbei und weg. Sehr gut. Also, was wolltest du auf Dreck? Ihr wollt das eben einmal eine Pause nutzen. Also, was macht ihr in dieser Pause? Sag. Also, ich würde Lay on Hands verteilen. Zumindest, also, wie lange warten wir denn? Das kann müsste jeder eine Runde Treat Wounds, glaube ich, rund geben, auf jeden Fall. Das heißt, jeder, der es hat, sollte es benutzen. Ich glaube, jeder einmal Treat Wounds, einmal jeder Lay on Hands und dann sollte man weitergehen. Ja. Also, eine Dreiviertelstunde. Warum Dreiviertelstunde? Nee, eine halbe Stunde. Also, halbe. Hm? Ah, genau, ja, benutzen, refokussieren, genau, halbe Stunde. Hm? Ja, weil Cheat Woods braucht auch 10 Minuten. Ja, aber ihr habt 3 Personen mit Medizinwissen. Und es sind 3 Personen ordentlich angeschlagen. Ja, schon, aber es liegt ja an der Schnelligkeit vom Leon Hans und das dauert. Das ist halt eine Viertelstunde. Halbe Stunde. Kannst du überhaupt, wenn du refokussierst, könntest du überhaupt Cheat Woods machen? Es heißt bloß, weil du musst dich refokussieren, aber das steht nee, ich dabei, muss ja, dass du ich muss ja, genau. Ja, Sherlock kann gar keine Wunden versorgen. Das nee, können nur... Leonens, ja. Genau, das Wunden versorgen, das können nur Balodil, Eon und ich. Ja gut, dann. Herrschaffen fangt so. Ja, ich würde es wahrscheinlich einmal bei Sascha versuchen. Je nachdem, wenn wir eine halbe Stunde haben, dann kann es theoretisch auch der mit dem besten Wurf an allen drei machen. Das ist, wenn wir Chancen maximieren wollen. Ja, du bekommst 9 Lebenspunkte zurück. Okay. Thanks. Ich hau es einfach rein, wer will, kann sich's nehmen. So. Ja, ich hau auf mich selbst mal ein Cheat Wounds. Ja, dann versorge ich Peaks. Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad und Assurance. Dude, ich kann dann nicht Heilung würfeln. Dann musst du würfeln. Ah, okay. Ja, das ist ja eh immer 18. Also, stimmt. Aber ja, kannst ja dann. Ja gut, 68 für 8 KP, muss reichen. Was hast du gewürfelt? Ach, Eon hat noch gar nicht gewürfelt. Ja, das war irgendwie buggy, es hat nicht reagiert gehabt, deswegen. Wie viel ist es 2W8 dann? Ja, 2W8. Ja, schade, ganz knapp an einem kritischen Erfolg vorbei. Es wären 11, wenn ich einen guten Bonus hätte. Ja, okay, ich würde dann, weiß ich nicht, einmal refokussieren. Genau, dann würde ich einmal refokussieren, dann kriegt Peaks nochmal von mir einen Leon Hands ab. Mhm. Das erste hat das schon jemand genommen? Ja, das ja, hat ich... doch Sascha genommen. Ah, okay. Gut, das war jetzt quasi die ersten 10 Minuten. Sherlock nutzt Leon Hines für Peaks und refokussiert dann nochmal 10 Minuten. Mhm. Stimmt, wir brauchen eigentlich bloß 20 Minuten. Weil Leon Hines 10 Minuten refokussieren, Leon Hines refokussieren, Leon Hines. Dann zweimal 20 Minuten und refokussieren kann er sich im Nachhinein, wenn er irgendwo hingehen will. 61 von 94 ist nicht so viel, wie ich gern hätte. Ja, ich hätte, glaube ich, eher meinen Treat Wounds auf Peaks machen sollen und weil ich hier noch den Plus 10 Modifier drauf hab. Kannst du nochmal Battle Medicine auf ihn nutzen? Ja, ist halt 24 Stunden für Battle Medicine immun. Na und? Jo, dann hau ich ein Battle Medicine drauf mit Assurance. Oder du nutzt deinen Mantel, deine Rüstung. Die kannst du alle Stunde nutzen. Stimmt. I use the Rüstung. Saber.
Vielen Dank. Und einmal refokussieren, glaube ich, da bleibt noch Zeit zwischendurch. Ja, du hast 10 Minuten Medizin und dann hast du nochmal 10 Minuten zum Refokussieren. Aber hat jetzt 20 Minuten mit eurer Pause am Machen. So. Dann weiter, ne? Ja. Wo ist eigentlich unser Bantico abgeblieben? Das habe ich ganz Frage, am nächste Anfang Frage. Des Kampfes vergessen zu erzählen, was da eigentlich passieren sollte. Zu Beginn des Kampfes hat Makar sich das Ganze angeschaut. Gemeint, ja, ihr habt aber einiges an Ballast, das ihr mitschleppt. Dann habt ihr irgendeine andere Manticore-Stimme seinen Namen rufen gehört. Makar hat irritiert in die Distanz geguckt und Mama gemeint. Wurde dann irgendwie scheinbar von einem anderen Manticore zusammengeschissen. Da ist man einmal draußen jagen und weist dich an, einfach mal die Höhle aufzuräumen und kommt zurück und nichts ist passiert. Und Makar schaut euch panisch an. Ich glaube, ich muss weg. Und ist einmal abgezischt und von einem anderen Manticore gejagt worden. Jagen die immer noch, oder? Die sind weg. Die seht ihr nicht mehr. Okay. Ja, bold. Da will man immer was Gutes tun und dann kommt so ein Mist. Ja gut. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Altes Goblin-Sprichwort. So, also wir haben jetzt den Schlamm hinter uns. Wir haben den Fluss hinter uns. Wir haben die Schlucht hinter uns. Wir haben die Vergangenheit auch hinter uns, glaube ich. Jo. Was also kommt als nächstes? Müssen wir als nächstes eigentlich die Kapelle dann bei Finna, glaube ich. Okay, also es ist gerade Nebel. Sieht es richtig? Es oder? Ist Nebel und Nacht. Tja. Gut. Okay, da Sascha nichts in der Dunkelheit sieht, wird der sich seine Laterne anzünden. Die hat Eon gerade in der Hand. Okay. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, weil es war ja Nacht, als ihr da schon drüber geklettert seid, beim letzten Mal. Deswegen habe ich mir zwischendurch gedacht, okay, Sascha hat danach die Laterne angemacht, als er da stand. Hat dann den Wissenkraftrettungswurf versagt, ist reingerannt, hat dabei die Laterne fallen gelassen und Eon hat sie dann mit seiner Schildhand aufgegriffen und ist hinterher gerannt, damit ihr auch Licht hattet für den Kampf. Okay, ja gut, dann hoffe ich mal, dass Eon hält gerade Saschas Laterne in der Hand. Ja. Die bräuchte ich bitte wieder. Es war sehr nett, dass du mücken musst, aber die brauche ich wieder, sonst sehe ich nichts. Ja, ich auch nicht. Doch, ich schon. Ja, ja, Eon hat auch nur Dämmersicht, nicht Dunkelsicht. Ja, gut, aber damit sieht er mehr als ich. Ja, stimmt, aber ich bin nicht weit vom Licht. Nee. Okay. Hat es noch irgendwelche Besonderheiten gegeben nach dieser Vergangenheitsgeschichte, da man noch irgendwas noch achten soll? Ich glaube zwar nicht, aber. Was war ich noch wie was? Tja. Nö. Also. Pix zieht mal wieder seinen Kompass aus der Tasche und guckt da mal drauf. Das Ding veranstaltet wahrscheinlich irgendwie so einen Brummkreise. Es ist weniger Brummkreise, als dass es bewegt sich, bleibt dann kurz stehen und bewegt sich dann wieder schlagartig, bleibt dann wieder stehen, bewegt sich dann wieder schlagartig in eine andere Richtung und es springt so schlagartig immer wieder zwischen verschiedenen Richtungen. Etwa 15 Sekunden. Okay. So. Pieks guckt da drauf, klopft dann einmal quasi gegen die Deckscheibe, damit das sich das so stellen, dass das Ding auch nicht kaputt ist. Zuckt dann mit den Schultern, steckt ihn wieder ein. Der hilft uns hier nicht. Also, es ist Nacht, wir stehen mitten im Nebel. Ich hätte eine Idee. Vielleicht bringt's aber was. Und zwar, Schluck, wärst du bitte so freundlich, würdest du mich wieder auf den Baum raufschmeißen? Vielleicht haben wir Glück. Wir gehen wieder die Stunde Erkundungsaktivitäten durch. Wie ihr das sucht. Dann einmal eine Athletikprobe von Sherlock und eine Wahrnehmungsprobe von Sascha. Ja,
Habe ich den Frightened-Zustand eigentlich jetzt immer noch? Oder ist der mittlerweile weg? Nö, der ändert ja, also der Verängstigt-Zustand reduziert sich um 1 am Ende jedes deiner Runden. Okay. Aber das eine ist immer noch auch da. Selbstding. Ich kann euch nicht auf alles hinweisen. Ja. Aber es ist egal gewesen in den meisten Fällen, weil es sich mit dem Enfeebled nicht deckt, weil beide Status-Mali sind. Das heißt, zumindest für deine Angriffe hat es keinen Unterschied gemacht. Das stimmt. Gut. Tja, dann haben wir raus den Athletik-Check. Oh. Das ist ein +2-Bonus für Sascha. Ja, gut, dann kommt es auf 25, aber ändert er nichts. Okay. Ich würde mal nach oben in den Geästen mal ein bisschen schauen wollen. Vielleicht sieht man so eine Lücke in den Baum rein wieder oder zufälligerweise, dass an dieser Kapelle irgendwie Licht ist. Der Mond drauf scheint, wo ist der Geier? Oder auf einer Erhöhung drauf ist. Also Sherlock wirft Sascha einmal hoch in die Luft. Sascha fliegt über die Baumkrone hinweg und du siehst zwar kein Licht hier in den Dunkeln des Waldes, du siehst auch keine Lichtung. Allerdings siehst du grob Umrisse eines etwas größeren Schlosses in der Distanz. Heißt, du hast so eine grobe Idee, in welche Richtung ihr müsst. Okay, in die Richtung ist eine schlossartige Architektur. Dann okay. Hätte Tarek noch etwas, was er machen könnte. Ich weiß es nicht, ob das was bringt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das habe ich noch nicht probiert gehabt. Und zwar würde ich gerne mal Detect Magic casten. Alles ignorieren, was ich bis jetzt weiß. Gib mir für Tarek einmal eine Arcana-Probe. Okay. Also, Tarek nutzt Detect Magie wahrnehmen. Und auch wenn du alles ignorierst, was du kennst, ist hier das reinste Wirrwarr an Magie in dieser ganzen Region. Also, Tarek wird von Sinneswahrnehmungen bombardiert. Allerdings kriegt das dadurch hin, so ein bisschen was von dem quasi an den verschiedenen Signalen, die er hat, die er bekommt, die er dann selektiv irgendwie ignoriert, irgendwie so eine grobe Richtung auch rauszulesen, so quasi so zu triangulieren, gewissermaßen. Von dem er glaubt, von wo er das Bauchgefühl hat, das könnte so die richtige Richtung sein. Okay. Das deckt sich auch so ungefähr. Also zusammen mit der Richtung, die ihr durch Sascha gesagt habt, könnt ihr die weitere Richtung entsprechend einengen und dem Weg entsprechend folgen. Und was ist die Magieschule des höchstleveligen Effekts? Ich würde mal sagen, das wäre tatsächlich Hervorrufung. Nee, nicht Hervorrufung, Beschwörung. Okay. Alles klar, danke. Gut, das waren meine Erkundungsdinger gewesen. Sherlock hat geholfen. Pix. Pix würde jetzt mal gucken, also da wir ungefähr wissen, in welche Richtung wir müssen, würde Pix sich mit seiner jahrelangen Waldläufererfahrung darauf konzentrieren, auch die richtige Richtung beizubehalten und nicht irgendwie nach rechts oder links abzuweichen. Gut, dann können wir mal eine Überlebenskunstprobe. Ja, Pix, du nimmst dir irgendwie von einem der Bäume einen Ast und rammst den so ein bisschen in den Boden und hältst ihn da so, während ihr gerade durchlauft und schaust halt immer wieder hinter dich, um sicherzustellen, dass die Linie, die du hinter dir herziehst, auch mehr oder weniger gerade ist und du weist den Rest der Gruppe dann immer wieder hin, Moment, wir müssen ein bisschen in die Richtung kippen, wir weichen ab. Da die meisten Menschen irgendwie so einen Hang dazu haben, sich so eine Rechtskurve zu laufen, wenn sie einfach geradeaus versuchen zu laufen. Deswegen
ziehst du die Linie hinter dir, um euch mal wieder anpassen zu können. Eon. Irgendwelche Dinge, die du tun möchtest, während die Gruppe am Reisen ist. Ich versuche mich wie beim letzten Mal eigentlich an der Vegetation zu orientieren, weil ich davon ausgehe, dass in der Nähe von dem Palast einfach die Vegetation oder zumindest ein bisschen niedergetrampelter ist oder dass zumindest, je näher man dem Gebäude kommt, umso mehr wird sich wahrscheinlich die Vegetation verringern. Also gerade dadurch, dass Leute das zertrampeln, da Schatten herrscht und dadurch Sachen nicht so wachsen, wie wenn sie jetzt im Freien wären. Okay, ich würde mal sagen, gib mir entweder Überlebenskunst oder Naturkunde. Vielleicht findest du ja ein paar Hufspuren von der Stute der Nacht. Ja, was ist... Achso, ja, Überlebenskunst ist Survival. Ja, Eon, du merkst, während ihr euch so in die Richtung bewegt, die Vegetation immer wieder so schrittweise eher dichter werden. Also das Blätterdach wird dichter, die Bäume werden im Licht der Laterne irgendwie wirken sie grüner. Und wenn du zurückdenkst, dass die Zwielichtkapelle historisch mitunter als Sitz auch von Solaria galt, bevor die Solaria und die alte Göttin der Nacht dementsprechend sich nach Azeluxis und an die Night Black Coast bewilligt haben, oder Night Z Coast, wie auch immer, könnte das durchaus Sinn machen, dass irgendwie noch überbleibende Magie von dort, von ihr, die Bäume hier besser nährt und leitet euch dementsprechend mit. Habe ich doch gesagt, da wo die Vegetation besser wird, müssen wir hin. Dann, Baludil. Was machst du? Wir hören dich nicht, falls du was gesagt hast. Ich bin noch am Überlegen. Achso, ich dachte, du redest. Deswegen dachte ich, ich sag's mal. Haben wir eine Art Kompass dabei? Homejo, ja, Pix hat einen Kompass, den hatten wir auch schon. Ja, und der hat sich ja in alle Richtungen gefühlt gedreht. Ja. Ich würde mal gucken, ob ich den vielleicht an das hiesige Magiefeld anpassen kann, dass er zumindest wieder eine halbwegs vernünftige Richtung anzeigt. Okay. Gib mir einmal eine Handwerkskunstprobe. Ja, das ist ein Erfolg. Ich würde mal sagen, es ist weniger, dass du den Kompass wirklich anpasst, sondern mehr anfängst, anhand dessen, wie sich der Kompass bewegt, wirklich herauszulesen, was scheinbar für einen Mechanismus dahinter steckt, und kannst basierend darauf vorhersagen, was die verschiedenen Richtungen bedeuten und wie die sich relativ zueinander verhalten und damit beim Weg mithelfen. Und ich setze die Zeit einmal eine Stunde vor. Es ist jetzt 19.20 Uhr. Und ihr seht in der Distanz über den Bäumen zwei Türme auf einmal hervorkommen. Dazwischen ein gewaltiges Gebäude, das so also quasi wie ein großer Schlosskasten wirkt. Das ist eventuell mehr kirchenartig als schlossartig, aber
Ja, also dieses eine große Zentralgebäude mit zwei hohen Türmen links und rechts. Ihr seid noch ein Stück weit weg. Ihr könntet theoretisch an dieser Stelle eine Nachtruhe einlegen, wenn ihr euch das gönnt. Oder ihr könnt innerhalb der nächsten 15 Minuten dort sein und schauen, was auch mal dort passiert. Was war jetzt mal der Malus, wenn man keine Nachtruhe macht? Da gleich muss man einen Fortitude Safe schaffen, oder man ist... Ihr seid direkt exhausted, erschöpft. Allerdings sicher seid ihr das erst... Ja, sicher. Okay. Das seid ihr allerdings dann erst am nächsten Morgen. Das heißt, ab 8 Uhr früh wärt ihr dann erschöpft. Also theoretisch, wenn ihr jetzt direkt reinlaufen würdet, wäret ihr nicht erschöpft. Euch würden allerdings die Ressourcen fehlen, die ihr aktuell habt. Dafür würdet ihr nicht riskieren, einen Willenskraftrettungswurf würfeln zu müssen. Was allerdings eventuell für Bardolier und Sherlock, wenn sie den schaffen, dazu bringen führen könnte, dass sie nicht mehr geschwächt sind oder kraftlos sind. Das ist eure Entscheidung. Tja, große Frage. Wollen wir pushen oder wollen wir uns eine Nachtruhe gönnen? Ich wäre, glaube ich, wirklich für den... Obwohl, ja gut, dieser -1-Malus am Anfang ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, wenn wir jetzt nachher nochmal so Schatten kriegen, das waren ja auch welche von der Stunde der Nacht. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so Schatten kriegen und ich dann das Pech habe, dass ich nochmal einen erwische, der mich dann ein-, zweimal trifft und bin ich dann direkt auf -3 oder -4 bin, gehen mir halt jeweils 4 Punkte von Angriff und Schaden flöten. Und das ist halt schon ziemlich heftig. Also ich würde lieber dann ausgeruht und fit in diesen Kampf reingehen, weil der wird heftig genug sein, denke ich mal. Ich glaube ja. Das denke ich nämlich auch. Und ich bin auch ausgebrannt, was alle meine Ressourcen angeht. Ich habe jetzt noch 3 Bomben übrig. Na, und dann auch nur 2 Reagenzien. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall nur 2 Heiltränke herstellen. Dann machen wir Rostbisse. Dann füllen wir nochmal auf. Ich habe keine Ressourcen außer meine Hitpoints. Ja, genau. Ja, okay. Aber ja, wie gesagt, bei anderen halt Zauberslots und so weiter und so fort und Materialien, beziehungsweise Bomben dann Maludier. Gut. Also, wenn Connor dagegen ist, Nachtlager. Ja. Dann würde sich Pieks jetzt einfach mal besondere Mühe geben und das Nachtlager versuchen abzutarnen, so gut er kann. Quasi ja noch mit zusätzlich zur Vorbereitung. Haben wir eigentlich nochmal diese Willens-Saves über die Nacht hinweg oder ist mittlerweile wieder normaler Nachttagzyklus? Es ist kein normaler Nachttagzyklus. Und ihr wart jetzt einen Tag unterwegs hier im Wald. Ihr habt das immer innerhalb eines Tages durchgepusht. Beim letzten Mal, als ihr geschlafen habt, hattet ihr den Wurf noch. Und jetzt beim nächsten Mal, dass ihr schläft, wird er auch wieder fertig. Schlaft. Nur was für den Tee, Pieks? Kann ich nachsuchen? Nee. Ich glaube aber, ich habe nichts mehr. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gefragt gehabt, unseren Herrn DM. Wir haben ja festgestellt, dass hier keine Tiere sind, die jeder Art. Sind denn außer diesen Bäumen besondere Pflanzen auch vorhanden? Also so haben wir irgendwelche Kräuter auf dem Weg gesehen, irgendwelche Pflanzen oder Blumen, die hervorgestochen sind? Ganz zu Beginn waren es nur die Bäume. Jetzt, wo ihr euch der Zwielichtkapelle weiter genähert habt, seht ihr auch hin und wieder ein paar Kräuter, Büsche oder Epiphyten. Also Moose, Flechten, Schlingpflanzen. Eins wird aber nur wachsen. Pieks, bevor du die Arbeit machst und irgendwas suchst, nehmen wir mal irgendeine Pflanze, von der du weißt, wie sie schmeckt, und beiß mal drauf. Ja, Befürchtung. Okay. Na, sehen wir Pieks auf dem Rücken. Probieren wir das mal. Also weiß ich nicht. Gibt's hier irgendeinen Beerenstrauch oder so? Wo man einmal das ausprobieren kann. Oder mal dran riechen. Also die Pflanzen wirken dir tatsächlich alle unbekannt. Sind alle dir erstmal so alle unbekannt. Allerdings haben die meisten Pflanzen ja ähnliche Optiken, wenn sie bestimmte Eigenschaften haben. Müllersche oder Belgische Mimikry? Eins von beiden. In jedem Fall, du schaust ein paar Pflanzen, von denen du glaubst, dass sie wahrscheinlich nicht giftig sein dürften, weil ähnliche Pflanzen, die du sonst so kennst, auch nicht giftig sind. Und
beißt ihm so rein. Es hat Substanz. Hat auch Geschmack. Ja. Okay, dann ist die Befürchtung glücklicherweise nicht begründet. Dann können wir zumindest Kräuter sammeln. Mhm. Für so ein Tee. Also du kannst es versuchen. Es ist hier nicht gar so einfach, wie es in einem normalen Wald wäre. Okay. Aber ich versuche es trotzdem. Dann würde ich sagen, entweder Naturkunde oder Überlebenskunst. Nehme ich Überlebenskunst. Okay. Eine 21 ist leider kein Erfolg. Also kann ich dafür Forage anwenden? Das ist zwar technisch gesehen kein Subsist-Wurf, aber es ist ähnlich. Gibt dir das einen Bonus? Forager macht folgendes. Wenn du die Überleben-Aktivität benutzt mit Überlebenskunst, wenn du etwas Schlechteres als einen Erfolg bekommst, bekommst du einen Erfolg. Das bewirkt Forager im Prinzip. Ja, das würde ich gelten lassen. Dann macht Forager aus dem Fehlschlag einen Erfolg. Also da wäre das nochmal in der vollen Länge. Das ist halt technisch gesehen zwar kein Wurf zum Überleben, aber es ist halt vom Thema her ähnlich. Deswegen frage ich. Ja, wie gesagt, ich erlaube es in diesem Fall einmal. Allerdings verbraucht das Suchen nach Teekräutern die gesamte Zeit, die du hier zur Vorbereitung hast. Und du kannst nicht weiter nach Nahrung suchen, bevor ihr euch dann schlafen legt. Mhm. Leg ich mal als Payoff dafür fest. Aber du findest ein paar Kräuter, die euch, wenn du einen Tee draus kochst, einen +1 Bonus auf Willenskraftrettungswurf entsprechend gibt. Ein +1 Gegenstandsbonus. Ja gut, sagen wir so, mit Essen wirst der Rind in dem Wald sowieso ein bisschen mau ausschauen, ne? Also ich glaube, ja, da einmal Ration anknabbern. Jupp. Gut. Habe ich mir auch schon abgezogen. Mhm. Ja, wenn denn jeder Ration hat, kann sich jeder eine abziehen. Mhm. Beziehungsweise Peaks und Bartle, die brauchen zwei, eine nochmal für Kringo und eine für den Stuhl. Und dann baut ihr eure Zelte auf, legt eure Schlafrollen aus hin und bettet euch zur Nachtruhe hin. Und während dieser Nachtruhe entsprechend bräuchte ich von jedem von euch einmal einen Willenskraftrettungswurf. Wer war das mit mir nochmal? Tarek ich ist ja nur von Sascha. Tarek ja, ist auch nicht da. Getroffen, weil er die sich in einer anderen Welt befindet, während er dematerialisiert ist. So, das heißt, durch den Tee kriegen wir +1 Bonus, richtig? Ja. Was war das für Bonus nochmal? Was für Art? Ich schätze mal Item. Ich hatte zwar Item-Bonus gesagt, aber das ist, glaube ich, in dem Fall auch egal. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Item-Bonus. Ja, ne? War mal Max-Roll, war mal Min-Roll. Tee. Ich überlege gerade, ob ich neu würfel. Für die letzte Begegnung, was auch wieder eine moderate Begegnung war, würde ich auch nochmal einen Heldenpunkt bekommen. Dann würfel ich neu. Ausgeben könntet, ich habe meinen doch nicht verwendet. Ja. Okay. Ihr wacht am nächsten Morgen. Alle erholt auf. Yay. Der Tee scheint besonders potent gewesen zu sein. Und ja, ihr habt einen entsprechend guten Morgen, aber es bleibt durchgehend Nacht. Also trotzdem, dass jetzt Morgen ist,
ich stelle einmal eben die Zeit vor. So. Also trotzdem, dass jetzt der Zeit nach morgen wäre und ihr alle auf natürliche Weise aufwacht, weil ihr eben nicht mehr müde seid, ist es immer noch komplett dunkel und Nacht draußen. Okay, wie weit sind wir eigentlich von dem Castlevania Castle noch weg? Wie gesagt, die Zwillichtkapelle ist 15 bis 20 Minuten Fußweg von euch entfernt. Okay, ist die mittlerweile sichtbar für uns? Ihr seht die Schemen durch die Dunkelheit. Ein großes zentrales Gebäude mit hier einem Turm links und rechts. Okay, sehen wir Licht? Nein. Das gesamte Gebäude ist nicht ein einziges Fenster irgendwo so halt. Jo. Okay. Junge, dass die Herren der Nacht, wenn die Licht nachts braucht, dann würde ich mir über ihre Profession Gedanken machen. Also ja, wenn du nur Jobwahl. Wenn du halt nur nachts unterwegs bist. Ja gut, dann auf zu dem Ding hin, ne? Oder hat irgendwie noch was anderes zum Erledigen? Ich finde. Nee, ich mach grad noch meine Daily Preparation einen Moment. Ich find's auch lustig, wie das da aussieht bei dem Rest. So, alle haben so rested und dann die Punkte, was hat sich erholt und Eon rested. Volatil, es war vielleicht nicht schlecht, wenn du nur ein paar so Ghost Charges oder irgendwas machst, weil ich glaube, die befürchten, dass da mal sowas vielleicht da drin aussehen werden. Mir untotes Gezeugs. Hast du mit Peaks eigentlich schon die Rest? Achso, da oben. Ja, und Gringo hatte nichts abbekommen. Ich find's immer noch lustig, bei mir steht einfach nur well rested. Screw you! Ja, Badelde kann die Vorbereitung noch bis zum nächsten Mal machen. Wir beenden dann nämlich demnächst. Ihr geht also zur Kapelle hin. Das Ganze. Ich bewege schon mal auf die Karte. Ich habe euch zwar schon mal reinbewegt, aber nur, dass ihr es seht. Ihr seid theoretisch noch draußen. Ihr seht diesen gewaltigen Komplex wirklich extrem hoch. Im Inneren seht ihr einmal diese vier riesigen Statuen, die bis zur Decke hochreichen und die Decke entsprechend ähnlich wie Säulen halten. Ihr seht so eine Balustrade, die etwa 20 Fuß erhöht ist. Das ist dieser umgekehrt U-förmige Teil, der rumläuft. Ihr seht so einen Pfad, der zu der Treppe hochführt. Ihr seht am Ende der Treppe zwei brennende Feuerschalen stehen. In der einen leuchtet ein orange-gelbes Licht, in der anderen so ein dunkelblau-silbriges. Ihr seht links und rechts von dem Weg, der hochführt, einmal hier Statuen, einmal so silbrig-graue Kristalle, auf der anderen Seite Blumen, die wachsen. Ihr seht, zu eurer Rechten ist ein Teil der Decke eingestürzt. Das ist da, wo am Boden der Schutt liegt, genau. Und ihr seht 6 Individuen. 5 davon Nachtelfen. In der Mitte eine Nachtelfin in schweren Rüstung und mittelschweren Rüstung mit einem Schild, das so ein Mondthema aufweist und einem Schwert mit einer dunkelschwarzen Klinge, und sie trägt diese musterlose weiße Maske. Moon Knight, Das war nicht die Beabsichtigung, aber die Parallele fällt mir jetzt rückblickend auch auf. Wie gesagt, das war nicht bewusst beabsichtigt. Sagt mir nix. In dem Fall unten am vorderen Ende der Treppe seht ihr diese zwei schwer gepanzerten Personen, wahrscheinlich auch Nachtelfen, durch die Helm nicht wirklich zu erkennen. Die tragen diese langen Gisamen und stehen da eben entsprechend beschützend am unteren Ende der Treppe. Skyrim-Charaktere. Oben an der Treppe seht ihr zwei Nachtelfen mit Armbrüsten bewaffnet stehen.
Und ihr seht Makar neben der einen, mehrere Pfeile in den Schultern, einmal Wut entbrüllt, brüllen. Ihr nähert euch also quasi gerade unten, versteckt euch so am dem Rand von dem Eingang, lunzt so rein, seht, wie Makar der gerade scheinbar dabei ist, mit denen zu kämpfen. Und den einen Scharfschützen, der vor ihm steht, zu Boden reißen, nach ihm beißt. Ihr seht diesen schwarzen Rauch hochkommen, wie diese Gestalt am Boden liegen bleibt. Ihr seht, den zweiten Scharfschützen einmal anlegen, abfeuern, einen Pfeil auf Makar schießen, trifft ihn schwer in der Schulter. Makar brüllt auf, schwingt die Flügel, hebt sich vor und fliegt eilig und schwer verwundet aus dem Loch in der Decke raus. Hey, wir haben eine Cutscene getriggert. Und an der Stelle beginnen wir beim nächsten Mal. Wie Makar gerade raus ist und euch ein bisschen geholfen hatte, habt einen Gegner weniger am Ende vor euch. Und wie das Ganze beim nächsten Mal läuft, mit diesen vermutlich letzten Wachen der Stunde der Nacht. Bye! Hoffen wir das Beste. Servus. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Here we go.